Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Oh ja, der gut aussehende blonde Mann ist bereit zu fighten und wir sind es auch. Wie heißt der nochmal? Er heißt, Charakterinfo, Snow. Oh ja, Snow heißt der Gute. Ja, hier ist ja eine gute Fetzerei insgesamt. Kann ich eigentlich mit den Leuten talken? Es ist vorbei, alles aus. Muss ich das dann nochmal vorlesen? Weiß ich gar nicht. Der Typ ist sowieso schon AFK in seinem Hirn. Hallo? Sieht aber lustig aus. Juhu! Ich will nicht sterben. Ja, der will schon sterben, ganz ehrlich. Niemand. So. Eben mal abspeichern. Hab jetzt hier seit der gestrigen Folge keine Pause gemacht, sozusagen, vom Aufnehmen her. Deswegen überspeichern wir uns dann nochmal eben. Nur ein bisschen später. So. Okay, weiter geht's. Wer steht denn da, welcher kleiner Mensch? Krass, dass sie dort schon verfrachtet werden. In dieser Purgation. Datenlog, die gucken wir uns jetzt erstmal an. Hier die Geschichte, es geht nämlich weiter. Erbitterter Widerstand. Die Menschen, die in der friedlichen Gesellschaft Cocoons aufwuchsen, fürchten sich vor der Bedrohung aus der Unterwelt. Ein einzelnes Subjekt aus Puls reicht aus, um in Cocoon Unfriede zu stiften und die Stabilität der Gesellschaft zu gefährden. Daher beschließt das Sanktum, die Regierung Cocoons alle Menschen zu verbannen, die von der Untermilch kontaminiert worden sein könnten. Das Sanktum beschließt die Purgation. Doch das Militär, anstatt die Menschen zu verbannen, greift sie gnadenlos an. Es scheint, dass das Ziel der Purgation nicht die Verbannung der Menschen, sondern ihre Auslöschung ist. Um die Menschen zu beschützen, stellt sich Snow dem Sanktum entgegen. Als Anführer der freiheitsliebenden Gruppe Nora fordert er die Regierungstruppen heraus. Klärchen. Die 13 Tage. Tag 13. Die Bewohner von Bortum werden ihres Lebens beraubt, ihres friedlichen Lebens beraubt und zwangsweise abtransportiert. Das waren wahrscheinlich die, die im Zug letzte Folge saßen. Vor 2 Tagen wurde in ihrer Nähe ein Pulsfalsi entdeckt. Oh, der Puls ist ja böse, haben wir ja gerade gehört. Der dort vermutlich jahrhundertelang verborgen lag. Aus Furcht, die Bewohner vom Bortum könnten von dem Falsi verseucht worden sein, befahl das Sanktum umgehend die Purgation. Also Falsi sind einmal auch irgendwelche Geschöpfe. Alle Bewohner Bortums sollen zusammen mit dem Pulsfalsi aus Cocoon entfernt werden. Den Opfern der Purgation wird ihre Deportation, ja, das ist schon krasse Geschichte, als Migration verkauft, vor allem für uns Deutsche. Historie und Legenden, ja, Puls, damit wir es nochmal erklärt haben. Puls ist die dämonische Unterwelt, die sich tief unter Cocoon erstreckt. Man geht davon aus, dass Puls eine Brutstätte gefährlicher Monstrositäten und für Menschen unbewohnbar ist. Da den Menschen in Cocoon der Kontakt zur Außenwelt verboten ist, hat niemand, nicht einmal die Führung des Sanktums, Puls jemals mit eigenen Augen gesehen. Regionen und Einrichtungen. Cocoon, erzählen wir natürlich auch was darüber. Cocoon ist eine sichere und friedliche Welt in den Wolken. Die feste Außenhülle bildet eine schützende Kugel, die in ihrem Innern genug Raum für zahlreiche Städte und eine Heimat für Millionen Menschen bietet. Die Menschen in Cocoon führen ein unbeschwertes Leben, versorgt und behütet von fortschrittlicher Technologie und den übernatürlichen Falsi. Und Brückland, wo wir uns gerade befinden, ist ein direkt an die schützende Außenhülle angrenzendes Gebiet in Cocoon. Früher war Brückland dicht besiedelt, doch als vor Jahrhunderten eine Armee aus Puls die Außenhülle Cocoons beschädigte, wurde auch Brückland schwer verwüstet. Seit jenem Krieg ist Brückland eine gesperrte Zone. Für die Zivilbevölkerung ist der Zutritt strengstens untersagt. Und dann lernen wir noch was über die Gesellschaft von Cocoon kennen. Ich denke mal, das ist eigentlich wirklich wichtig, dass man das alles vorliest, sonst versteht man das, denke ich, alles nicht. Und ich vor allem auch nicht. Das Sanktum ist die alleinige Regierung Cocoons, die Gesetzgebung, Exekutive und Rechtsprechung in ihrer Instanz vereint und einem mächtigen Militärapparat befehligt. Ähnlich wie Hitler quasi, damals 1940, also echt krasse Scheiße. Cocoon wurde von den Falsi erbaut, doch diese mischen sich nur selten in das politische Tagesgeschäft ein. Die Regierungsverantwortung übertrug die Falsi dem von Menschen geführten Sanktum, dessen oberster Vertreter der Primarch Galanth Dicely ist.
Die Purgation. Die Bürger von Cocoon fürchten nichts mehr als die höllische Unterwelt, die als Puls bekannt ist. Die Furcht sitzt so tief, dass jeder als Feind betrachtet wird, der mit Puls in Kontakt geraten könnte, sein könnte, selbst wenn es sich um einen Mitbürger handelt. Als vor kurzem in der Nähe der Stadt Bortum ein Pulsfalls hier entdeckt wurde, fürchtete man, dass er die Bewohner Bortums verseucht haben könnte. Und Nora... Ach, guck mal, da können... Oh, daraufhin ordnete das Sanktum als Gegenmaßnahme an, alle Bewohner der Stadt nach Puls zu deportieren. Die Operation enthielt die Bezeichnung Purgation. Nora ist eine Gruppe gleichgesinnter Freunde, die sich unter Snows Führung zusammengeschlossen haben. Der Name Nora ist ein Akronym für Nieder mit Obligationen, Regeln und Autorität. Ich frage mich, wie das wohl in Englisch heißt. Die Mitglieder betreiben eine Strandbar in der Küstenstadt Bortum. Also alles dreht sich um Bortum. Zum Selbstschutz haben sie sich auf dem freien Markt Feuerwaffen besorgt, mit denen sie in der Nachbarschaft patrouillieren und gelegentlich auftauchende Monster erlegen. Das Sanktum drückte bei ihren paramilitärischen Aktionen bislang ein Auge zu, die Nora die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden schien. So, Punkt. Das reicht jetzt auch mit Lesen. Wir wollen jetzt hier zocken. Genug der Geschichtsstunde. Also, ich denke, damit ist eigentlich relativ viel geklärt. Sanktum ist böse, zumindest denken wir das. Und Nora versucht, die zu bekämpfen. Then take a nap. Really? Can I? Sure. And when we're taking a dirt nap, you can save them all. No, that's even worse. No dirt naps today. We're all in this together. Our enemy's the Cocoon Sanctum, your dreaded Psycom, no less. What's the dread? Psycom's nothing but a whole bunch of bluster and bullying. They've got nothing on Nora. Well, we are the heroes after all. Let's prove it. Yeah. Na mal ab dafür, würde ich sagen. Klatschen wir die Leute mal an die Wand. Jetzt spielen wir nämlich den Snow. Also wie gesagt, die Charaktere wechseln. Man spielt nicht dauerhaft nur Lightning oder wie beispielsweise in Final Fantasy 9 Zidane, sondern kämpft. Okay, wir können hier Handgranaten werfen. Das heißt, das ist sowas ähnliches wie der Rundumschlag, vermute ich mal. Okay, wir müssen aber auch treffen, die Dinger, ne? Sonst bringt uns das ja alles nichts. Und wir laufen gerade noch mit Gado und Lebro. Das ist Französisch, ne? Lebro? Lebro nennen wir sie. Oder ihn? Ich weiß gar nicht, wer der Bro von denen ist. Oh, wir haben nur 4 Sterne erhalten. Das ist aber schwach. Mensch, Jay, wer von denen ist denn Lebro? Ach, die kann ich mir gar nicht angucken. Das ist aber schade. Ich würde gerne wissen, wer welcher da von denen ist. So. Klatschen wir die nächsten Gegner weg. Ich treffe diesmal die Granate. Granate! Boah, die hat getroffen. Die war nice. Die schleudert sie sogar ein bisschen zurück. Die ist echt krass. Peng. Im Rauch ist ihr Leben aufgegangen. Guck mal, 10 Sekunden. Das geht doch schon ganz gut hier. Oh, no more. There are soldiers everywhere. Yo, Boss. What's the plan? Charge in, guns blazing. Hey, that's not a plan. Real heroes don't need plans. Oh ja. Man sieht richtig, dass das auf jeden Fall keine Soldaten sind. Ja, einfach mal. Och, komm, ich schließe mich mal mit Team Pete's Meat zusammen und dann bekämpfen wir einfach mal die Bundesregierung. Gute Idee. Da kommt man natürlich nicht so weit mit. Nice, ey, mit einer Attacken-Kombo quasi den Pantheron erstmal dickfett im Schockzustand gehabt. Hammer krass. Also Snow kämpft quasi mit seinen Fäusten. Er ist noch ein richtiger Mann. Ja. Ein richtiger blonder Schönling und Mann. Peng, peng. Der kleine Schläger. Wie Bud Spencer. Wäre voll geil, wenn er so mit dem Kopf bam, von oben. Mit dem Kopf, mit der Faust auf den Kopf so schlägt wie Bud Spencer. Peng. Kennt ihr noch Bud Spencer? Ah, bestimmt, oder? Auch die Jüngeren von euch könnten eigentlich Bud Spencer-Filme kennen, weil das sind Kultfilme.
ihr nicht verpasst haben dürft in eurem Leben. Das ist, ja okay, es ist vielleicht nicht so viel Kult wie Star Wars, aber es ist schon genug Kult, würde ich sagen, dass man es gesehen haben muss. So, Psycom, weg mit dir. Jawoll. Alle haben sie Waffen außer Snow. Der schlägt einfach alle zusammen. Der harte Junge. Wie sieht es genauso aus hier wie die letzte Folge? Sind wir hinterher? Nee, ne? Wir laufen nicht hinterher, oder? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall klatschen wir hier die ganze Zeit die Leute. Das ist gut. Oh, Leute, wirft er denn die Granate hin? Ja, da hat er natürlich nicht getroffen mit. Hip, hip, hurra. Vielleicht trifft die jetzt. Jawohl, die hat schon besser getroffen. Alter, die sind viel zu fix. Also viel zu fix tot. Die haben richtig krass viel Leben mit dem Snow. Ist ein richtig kleiner Tank. Wieder 5 Sterne. 5 Sterne Deluxe. You all okay? Hey, careful with those. Don't worry. No one's moving to Pulse today. We'll clear you a path out of here, so be ready Wait, to... Wait! Let me fight yeah, with you! You can't expect us to just sit here! Good help. Yep. Please, let us help! Okay then. Volunteers front and center. Here, take this one. This one, here too. You go. And one for you. Count go me for in. It. Here's yours. Take care now. Mom? Don't worry. Huh? So I just hold it steady. Here. Yeah, feels good. Yep, nice. Can you show me again? You got it. That's how it works. Snow Smith? Yeah. Moms are tough. Uh-huh. Right. It's the last one, boss. All right, last one. Somebody take it. No, I can't. Yeah. Push comes to shove. Keep him safe. First impression of Snow? All told. All right, lay low and you'll be fine. We'll clear out the area. We're going home together! Wie sie alle mitmachen. Come on, everybody up! Denken echt, das sei so eine Ferienveranstaltung, die Noras. Right, new recruits, on me! Echt mal. Come on. Meinen könnten viel bewegen. Mal schauen, ob sie es können. Time to go, kiddo. Mal gucken, wie wir denn dann vorankommen. Erstmal speichern wir jetzt wieder. Also ich finde das gut, dass es oft Speicherpunkte gibt. Das hat Vorteile. Yeah. So. Machen wir die Leute mal wieder platt. Platt. Ah nein, jetzt habe ich die da hinten geworfen. Laber, die kommen da alle hin. Hammer geil. Okay, haben wir natürlich richtig Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, oh nein, jetzt rennt da einer nach vorne. Schade. Aber egal. Bam. Und zack. Okay, der hat noch volles Leben, aber der geht trotzdem ganz schnell down. Bam. Wir haben gar nicht die Chance, die Musik rauszuhauen.
Le Bro, gib uns Deckung. Ja, echt mal, Bro. Wir brauchen deine Hilfe. Pam, erstmal wieder die Granaten auf die Panther werfen. Wieder direkt im Schock. Und direkt weg. Jetzt schmeißen wir mal die Granate. Ach, guck mal, direkt auf den nächsten Pantheron Schocker. Ist auch weg. Boah, 233 Damage. Nice. Jetzt war wieder volles Leben, aber ist direkt weg. Eine Attacke noch. Shazam. Sehr gut. Mit seinem coolen Bär umrücken. Ja, er macht auch alles platt. So, müssen wir eigentlich dahin? Heroes don't run from fights. Riecht nach Boss. Dann machen wir den Boss noch mal platt. Ja, dann brauchen wir natürlich... Alter, macht der Schaden. Brauchen wir natürlich keine Handgranate, weil die macht weniger Schaden insgesamt, als wenn wir die normal angreifen würden. Beta-BM-Mod. Dann müssen wir einfach mal hoffen, dass wir am Leben bleiben, weil er macht relativ viel Schaden. Ach, guck mal, die nutzt selber Heiltränke für uns. Oder super nice. Das ist aber noch sehr benutzerfreundlich für den Anfang. Das ist natürlich cool. Dann greifen wir erstmal hier das Ding an. Ich finde die Charakterdesigns auch ziemlich geil im Game. Das geht gut ab. Ah, ich freue mich schon, wenn wir da ein bisschen, ja, die Kämpfe taktischer werden. Jetzt greife ich ja wirklich nur die ganze Zeit an. Mehr muss ich jetzt auch nicht machen. Ich kriege nicht mal in Schockzustand, so langsam bin ich. Zack. Okay, es war jetzt natürlich ein irgendwie einfacher Boss. Sieht nicht gut aus. Snow, du geiler Held. Schaffst es. Oder auch nicht. Da hat die Mama aber gerade abgewehrt. Moms are tough. Oh, wow, wow, das ist nicht gut. Fuck. Das erinnert an die Titanic, wenn die so auseinanderbricht. Da sind die auch mal runtergefallen in dem Film. Eieiei. Oh. Gerade noch so gefangen. Komm, Snow, nicht loslassen. Sie will schon gar nicht mehr. Oh mein Gott. Fuck.
have to move. Right. Damit sieht Nora ziemlich durcheinander und kaputt aus, oder? Mit einem Schlag, bam, mehrere Seelen ausgerottet. Ja, krasser Scheiß, krasser Scheiß. Wir speichern natürlich jetzt hier. Und mit einem sehr düsteren Ende, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuschauen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei Let's Play Resident Evil. Ach, Resident Evil, Final Fantasy, haut rein. Ciao.